Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Das neue Bioshock Infinite habe ich mir ausgesucht, um hier mal ein PlayStation Let's Play damit zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Bioshock 2 noch nicht gespielt bisher. Ich habe das 1 gespielt, denn das 2 habe ich quasi ausgelassen. Allerdings hat ja das Bioshock ja mit den beiden Teilen, so wie mir bekannt ist, auch überhaupt nichts zu tun. Außer halt, dass halt sehr vieles darauf hindeutet, sehr vieles vom Setting genau gleich gehalten ist, wie auch schon beim quasi bei den ersten zwei Teil Bioshock, wenn man es so nehmen will. Und man natürlich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten finden kann. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostertage gehabt und habt ein bisschen euch können erholen in dieser Zeit und sind jetzt da bei dem Projekt auch von Anfang an top motiviert mit mir mit dabei. Je nachdem, ist bei euch vielleicht auch gerade Sommer oder Weihnachten. Je nachdem, wenn ihr halt das Let's Play entdeckt habt. Wenn ihr natürlich nicht gerade von Anfang an zuschaut, wenn ich es auflade, dann ist jetzt natürlich Ostern schon lang, lang vorbei. Und nicht erst gerade vor kurzem gewesen. Und ja, also ich habe bisher das Spiel noch gar nicht gespielt. Also es ist quasi blind, das Let's Play. Mit einer kleinen Ausnahme, ich habe von einem anderen Let's Player habe ich ungefähr etwa eine Stunde lang gesehen. Also sprich, die erste Stunde vom Spiel, die wird dann halt nicht blind sein, weil ich das Ganze schon gesehen habe. Die Einstellungen habe ich auch schon vorgenommen, darum würde ich sagen, können wir jetzt da mal starten. Ich habe es extra etwas heller eingestellt, das Ganze, aus Rücksichtnahme von YouTube, wo das Ganze etwas dunkler macht. Und ihr seht hier, ich habe auch noch nichts gespielt bisher, kann noch nichts anderes auswählen, außer neues Spiel. Denn von der Schwierigkeit her würde ich mal sagen, machen wir auf normal. Ich werde zwar sehr wahrscheinlich einige Mal abkacken, wobei das da vielleicht einfacher wäre, aber ich spiele natürlich nicht zum ersten Mal einen Ego-Shooter, darum wähle ich normal. Ja, bin echt gespannt, was mich von dem Spiel erwartet. Habe ich schon so ein bisschen was eben gesehen, wo ich stundenlang das Let's Play geschaut habe. Aber es ist jetzt auch nicht überragend viel gewesen, was ich dort gesehen hätte. Darum, ja, wir sehen dort, wo es hinführt, da im Spiel rein. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Ruder. Tu's doch einfach, nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Ah, Leuchtturm. Ja, Leuchtturm ist ja schon im Eis. Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden.
Vielleicht ist ja drinnen jemand. Soll ich mal da raus? Ja, da glauben wir doch nicht gerade, aber. Silver Eagle. Währung in dem Spiel. Ich werde es vermutlich nachher einfach Dollar nennen. Denke mir. Brötli. Sieht halt schon echt cool aus. Ich weiß, die PC-Version würde noch besser aussehen. Das Let's Play, das ich dort geschaut habe, ist auf der PC-Version. Aber ich finde auch, das sieht wirklich schon ganz cool gemacht aus da. Und wir gehen jetzt da mal rauf. Silver Eagle, jawohl, Dose Bohnen für Gesundheit, ja. Ah, ja. Dann geht's nicht ab. Statt da an der Tür. David, bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Das ist Ihre letzte Chance. Jetzt sehe ich aber da gerade. Kann ich das da einstellen? Weil irgendwie schneidet es mir da oben beim Bild ein bisschen ab. Ich muss jetzt halt da leider ganz schnell mit euch machen. Das speichern. Und dann wieder zurück. Und jetzt ist das da auch im Bild. Ja, sieht doch schon besser aus. Klopfen wir mal an die Tür. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Von deinen Sünden wasche dich rein. Ah ja, ja. Okay. Viel Glück damit, Kumpel. Okay. Jetzt da noch was. Alles an mich nehmen, was ich finde. Dann wird es sehr wahrscheinlich immer brauchen können. Hm? Oh, shut up. Shall I lead them? Okay. Hallo? Müsli. Kriege ich gerade Hunger? Seien Sie bereit, er ist unterwegs, Sie müssen ihn aufhalten. C. Ah, das steht da. Okay, wer... Meinen die echt mich, dass ich unterwegs bin? Telefon benutzen. Ja, hätte ich mich jetzt aber wundern, wenn da etwas passiert wäre. Ah, da ist nie noch mehr was. Da auch nicht. Ah, das Bett. Waschbecken benutzen. Ja, ja, von mir aus. Da scheint nicht mehr zu sein. Da hinter dem Schrank auch nicht. Ich schaue mich in so Spielen immer recht intensiv um, zum ja nichts verpassen. Kann aber natürlich dennoch passieren, dass ich was verpasse. Wenn es etwas Wichtiges ist, dann könnt ihr mir das natürlich gerne sagen. Oh. Könnt ihr mir natürlich das gerne sagen, wenn ich etwas verpasst habe. Aber jetzt, glaube ich, jede einzelne Münze ist dann, glaube ich, nicht notwendig, dass ich die einsammle. Und Scheiße. Ja, ihm geht es nicht wirklich gut. Eieieiei. Ja. Don't disappoint us. Was sind das für Dinger, die da hängen? Sind das Bojen oder? Keine Ahnung. Ich lebe recht weit weg vom Wasser. Ah, eine Birne. Ah, dann gehen wir halt nochmal einen Stock höher.
hinten für Licht. Das ist noch recht interessant. Da sieht es so aus, als wäre irgendwas, aber da oben sieht man das dann schon nicht mehr so recht. Ah, doch, dort hinten. Ja. Aha, Glocken läuten. Ne, sehe ich doch mal nach dahinter schauen. Sicher auch, jawohl. Silver Eagle. Money, money. Alles einsammeln. Jetzt da die Glocke. Moment mal, diese Karte. Alles klar. 1, 2, 2. Ah, nein, nein. Nein, nein. Falsch. So. Wow. Was in aller Welt. Irgendwas da dahinter. Aha, Licht. Aha, das ist wieder offen. Okay. Da ist so nichts anderes in dem Raum. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Ja, dann machen wir das doch. So, und jetzt? Oh. Macht dich bereit, Pilger. Die Brücke dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Wow. Nein. Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Und ab Gott über die Wolke. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja. Was? Okay, also jetzt sind wir über der Wolke. Ich glaube doch noch ein bisschen dunkler. Trotz YouTube, weil es ist zwar doch gar hell gewesen. Ja, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Ist immer noch relativ hell. Aber wir sind ja auch da über der Wolke bei der Sonne. Vater Kamstag. Prophet. Und der soll es ja da scheinbar gehen. Er hat das Ganze scheinbar aufgebaut und wir sind gelandet. In Columbia. In der Wolkenstadt von Bioshock Infinite. Hm, dann hast du schon die erste Trophäe geholt. Ja, mein Englisch ist jetzt nicht so extrem gut. Aber es geht hier scheinbar alles um den Vater Kamstag. Definitiv geht's da um ihn. Und wir sind in Columbia angekommen. Scheinbar in einer Kirche.
Ah, wir haben jetzt eine Lebensanzeige gekriegt oben. Das heißt, ab jetzt aufpassen. Oh, was steht da oben? Ja, bin dein Weg. Und der Prophet wird das Volk in das neue Eden führen. Ah, sehr gut. Mit viel Tasten nach oben. Können wir uns helfen lassen, wo es lang geht. Ich würde aber sagen, mit dem Blick da auf den Kampfstock machen wir an dieser Stelle einen Schnitt. Und ich hoffe, ihr hört auch nächstes Mal wieder zu, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock Infinite. Bis dahin, tschüss zusammen.